25. März geschah in Petersburg etwas ungewöhnlich Seltsames. Der Barbier Iwan Jakowlewitsch, der auf dem Wosniewski-Prospekt wohnte, erwachte ziemlich früh am Morgen und roch den Duft von warmem Brot. Er setzte sich im Bette auf und sah, wie seine Gattin, eine recht ehrenwerte Dame, die sehr gerne Kaffee trank, frisch gebackene Brote aus dem Ofen nahm. »Heute möchte ich keinen Kaffee, Praskowja Ossipowna«, sagte Iwan Jakowlewitsch. »Stattdessen möchte ich warmes Brot mit Zwiebel.« Das heißt, Iwan Jakowlewitsch wollte wohl das eine und das andere. Er wusste aber, dass es unmöglich war, beides auf einmal zu verlangen. Denn Praskowja Ossipowna mochte solche Launen nicht. »Soll der Dummkopf Brot essen? Umso besser für mich«, sagte sich die Gattin. »So bleibt mehr Kaffee für mich übrig.« Und sie warf ein Brot auf den Tisch. Iwan Jakowlewitsch zog des Anstandes halber ein Frack über sein Hemd, setzte sich an den Tisch, nahm etwas Salz, schnitt zwei Zwiebeln zurecht, ergriff das Messer, machte eine wichtige Miene und begann das Brot zu zerteilen. Als er es in zwei Hälften geschnitten hatte, blickte er hinein und sah darin zu seinem Erstaunen etwas Weißliches. Iwan Jakowlewitsch kratzte vorsichtig mit dem Messer und tastete mit dem Finger. »Es ist etwas Festes«, sagte er sich. »Was kann es sein?« Er bohrte mit den Fingern und zog eine Nase heraus. Iwan Jakowlewitsch ließ die Hände sinken. Er fing an, sich die Augen zu reiben und es zu betasten. Eine Nase, tatsächlich eine Nase. Sie kam ihm sogar bekannt vor. Iwan Jakowlewitschs Gesicht zeigte Entsetzen. Dieses Entsetzen war aber nichts im Vergleich mit der Empörung, die sich seiner Gattin bemächtigte. »Wo hast du diese Nase abgeschnitten, du Unmensch?« schrie sie ihn wütend an. »Verbrecher, Trunkenbold! Ich selbst werde dich bei der Polizei anzeigen, du Räuber! Drei Herren haben mir schon gesagt, dass du beim Rasieren so heftig eine Nase ziehst, dass sie fast abreißen!« Iwan Jakowlewitsch war aber mehr tot als lebendig. Er erkannte, dass die Nase dem Kollegen Assessor Kolwajow gehörte, den er jeden Mittwoch und Sonntag zu rasieren pflegte. »Halt, Praskowja Ossipowna, ich will sie in einen Lappen einwickeln und in die Ecke legen. Sie wird dort eine Zeit lang liegen und dann trage ich sie weg. Ich will davon nichts wissen. Niemals werde ich dulden, dass in meiner Wohnung eine abgeschnittene Nase herumliegt. Du angebrannter Zwieback, du! Du kannst nur mit dem Messer auf dem Streichriemen herumfahren, wirst aber bald deine Pflicht nicht mehr erfüllen können, du Taugenichts, du Vagabund! Soll ich mich vielleicht deinetwegen vor der Polizei verantworten? Du Schmierfink, du Dummkopf! Hinaus mit ihr! Hinaus! Trag sie wohin du willst, dass sie von ihr nichts mehr höre!« Iwan Jakowlewitsch stand wie zerschmettert da. Er überlegte und wusste nicht, was er sich denken sollte. »Weiß der Teufel, wie das nur möglich ist«, sagte er endlich, kratzte sich hinter dem Ohre. »Ob ich gestern betrunken heimgekommen bin oder nicht, weiß ich nicht mehr. Es scheint doch eine außergewöhnliche Sache zu sein, denn das Brot ist etwas Gebackenes, die Nase aber etwas ganz anderes. Ich kann gar nichts verstehen.« Iwan Jakowlewitsch verstummte. Der Gedanke, dass die Polizei bei ihm die Nase entdecken und ihn zur Verantwortung ziehen könnte, bedrückte ihn furchtbar. Ihm schwebte schon ein roter, schön mit Silber gestickter Kragen und ein Degen vor, und er bebte am ganzen Leibe. Endlich griff er nach seinen Unterkleidern und seinen Stiefeln, zog sich an, wickelte die Nase unter gewichtigen Ermahnungen Praskowja Ossipownas in einen Lappen und trat auf die Straße. Er wollte sie entweder irgendwo liegen lassen, zum Beispiel auf einem Pfosten vor einem Tore, oder sie wie zufällig verlieren und dann in eine Seitengasse einbiegen. Er begegnete aber unglücklicherweise Bekannten, die ihn sofort fragten: »Wohin gehst du?« oder »Wen willst du so früh rasieren?« Und Iwan Jakowlewitsch konnte keinen geeigneten Augenblick erwischen. Einmal hatte er die Nase schon verloren,
aber ein Schutzmann winkte ihm von Weitem mit der Hellebarde und sagte, »Heb auf, was du weggeworfen hast!« Iwan Jakowlewitsch musste die Nase aufheben und in die Tasche stecken. Ihn überfiel Verzweiflung, umso mehr, als das Publikum auf der Straße beständig zunahm, je mehr Geschäfte und Läden geöffnet wurden. Er beschloss, zur Isaakbrücke zu gehen. Vielleicht gelingt es ihm, die Nase in die Never zu werfen. Aber ich fühle mich schuldig, weil ich noch gar nichts über Iwan Jakowlewitsch, diesen in vielen Beziehungen ehrenwerten Menschen, gesagt habe. Iwan Jakowlewitsch war wie jeder ordentliche russische Handwerker ein furchtbarer Trunkenbold. Und obwohl er jeden Tag fremde Bärte rasierte, immer unrasiert. Der Frack Iwan Jakowlewitsch trug niemals einen gewöhnlichen Rock, war gescheckt, das heißt schwarz, voller gelblich-brauner und grauer Flecken. Der Kragen glänzte und anstelle von drei Knöpfen waren nur Fädchen zu sehen. Iwan Jakowlewitsch war ein großer Zyniker und wenn der Kollegienassessor Kolbajow ihm beim Rasieren sagte, »Deine Hände stinken immer, Iwan Jakowlewitsch«, so antwortete Iwan Jakowlewitsch mit der Frage, »Warum sollten sie stinken?« »Ich weiß es nicht, mein Bester, aber sie stinken«, entgegnete der Kollegienassessor, worauf ihm Iwan Jakowlewitsch, nachdem er eine Prise genommen, die Wangen und die Stellen unter der Nase, hinter den Ohren und unter dem Kinne, kurz alles, was ihm einfiel, einseifte. Dieser ehrenwerte Bürger stand schon auf der Isaakbrücke. Er sah sich um, beugte sich dann über das Geländer, als ob er sehen wollte, ob viele Fische unter der Brücke schwimmen, und warf das Läppchen mit der Nase vorsichtig ins Wasser. Es war ihm, als hätte er sich von einer Last von 10 Pud befreit. Iwan Jakowlewitsch lächelte. Statt sich auf den Weg zu machen, um die Beamten zu rasieren, ging er auf ein Lokal mit der Inschrift auf dem Schilde Speisen und Tee zu, um sich ein Glas Punsch geben zu lassen, als er plötzlich am Ende der Brücke einen Revieraufseher von vornehmem Aussehen mit breitem Backenbart, einem Dreimaster und einem Degen stehen sah. Iwan Jakowlewitsch erstarrte. Aber der Revieraufseher winkte ihm mit dem Finger und sagte, »Komm mal her, mein Bester!« Iwan Jakowlewitsch wusste, was sich gehörte. Er zog schon von Weitem die Mütze, kam schnell heran und sagte, »Ich begrüße euer Wohlgeboren!« »Nein, nein, Bruder, nichts von Wohlgeboren. Sag mir lieber, was du dort auf der Brücke gemacht hast.« »Bei Gott, Herr, ich ging zum Rasieren und wollte nur nachsehen, ob das Wasser schnell fließt.« »Du lügst, du lügst. So kommst du mir nicht davon. Antworte bitte.« »Ich will euer Gnaden 2, sogar 3 Mal in der Woche unentgeltlich rasieren,« antwortete Iwan Jakowlewitsch. »Nein, Freund, das sind Dummheiten. Ich werde schon so von 3 Barbieren rasiert und sie rechnen sich dies zur Ehre an. Sag mir lieber, was du dort getan hast.« Iwan Jakowlewitsch erbleichte. Hier hüllen sich aber die Geschehnisse in einen Nebel. Und es ist völlig unbekannt, was da weiter geschah. Wie nun der Besitzer der Nase seinen Tag verlebt, das erfahrt ihr in den folgenden 5 Videos. Gerne abonnieren, um keines zu verpassen. So viel kann ich sagen, es wird kafkaesk.